Bringen Sie den Präsidenten in den Bunker, schreit der Geheimdienstagent. Der US-Oberbefehlshaber wird von seinem Schreibtisch im Oval Office weggezerrt. Ein heller Blitz erscheint außerhalb des Weißen Hauses. Der Präsident wird zu einem Atombunker unter dem Gebäude eskortiert. Die Stahltür wird versiegelt, während eine Pilzwolke über Washington DC aufsteigt. Und der Rest der Regierung. Die USA haben diverse Weltuntergangspläne erstellt, um das Überleben ihrer Regierung zu garantieren. Können die USA ihre Befehlskette und eine funktionierende Regierung im Falle des Weltuntergangs sichern? Beim Aufdecken von Details des Regierungsüberlebensplans könnte ein großer Fehler offensichtlich werden. Viele Militäranalysten meinen, wir seien jetzt näher an einem Atomkrieg als zu Zeiten des Kalten Krieges. Dies ist direkt mit Putins Krieg in der Ukraine und dem Scheitern Russlands für einen schnellen Sieg verbunden. Die Ukraine hat Angst, dass Russland gewinnen könnte. Bei einem ukrainischen Sieg eskaliert Putins nukleare Rhetorik. Russland besitzt mit ca. 5.977 die meisten Atomkriegswaffen weltweit, gefolgt von den USA mit 5.428. Beide Länder haben somit genug Atomwaffen, um einen Weltuntergang herbeizuführen und ganze Regierungen auszulöschen. Ein instabiler russischer Führer mit beispielloser Militärmacht und riesigem Atomwaffenarsenal verursacht weltweite Besorgnis um das Schicksal des Planeten. Des Weiteren besitzen Großbritannien 225, Frankreich 290, China 410, Indien 164, Pakistan 190, Nordkorea 30 und Israel bis zu 90 Atomwaffen. Die Chance, dass Regierungen Atomwaffen zum Weltuntergang nutzen, ist höher als je zuvor. Unabhängig davon, ob Atomwaffen abgefeuert werden, Außerirdische einfallen oder ein anderes Weltuntergangsszenario eintritt, bleibt der Plan der US-Regierung zur Aufrechterhaltung der Regierung im Wesentlichen unverändert. Bevor wir begreifen können, wie die US-Regierung sich vor Zerstörung schützt, müssen wir die Zeit zurückdrehen und ergründen, warum und wie der Plan entstand. Dies hilft uns zu verstehen, wie es heute laufen würde, da der Großteil des Plans der US-Regierung geheim ist. Betrachten wir einige Änderungen, die während Jimmy Carters Amtszeit an den Verfahren der Regierung für einen potenziellen Atomkrieg vorgenommen wurden. Diese Änderungen bildeten die Basis für einen Plan, der die Sicherheit zukünftiger Präsidenten und Spitzenbeamten gewährleisten und die US-Regierung im Fall der Fälle funktionsfähig halten sollte. Historisch gesehen mussten Regierungen sich nicht auf den Weltuntergang vorbereiten, da es keine Massenvernichtungswaffen gab, die ganze Städte auslöschen konnten. Erst mit der Entwicklung der ersten Atombombe in den USA als Ergebnis des Manhattan-Projekts wurde dieser düstere Aspekt der Kriegsführung zur Realität. Mit der Entwicklung von Atomwaffen durch die USA, der UdSSR und anderer Nationen wurde die Vernichtung von Hauptstädten und ihren Regierungen zu einer realen Bedrohung. Der Kalte Krieg führte dazu, dass Jimmy Carter und seine Berater intensiv über die Konsequenzen eines möglichen sowjetischen Atomangriffs und den Erhalt der Regierungskontrolle nachdachten. Die USA waren das erste Land, das Atomwaffen einsetzte. Ray Derby war der Mann, der die US-Regierung in die Zukunft führte, indem er einen Weltuntergangsüberlebensplan initiierte. Während des Kalten Krieges stieg Derby in den Rängen der Regierung auf. Er wurde zum Experten für Notfallvorbereitung und Katastrophenreaktion in den USA. In seiner Anfangszeit war Derby für Evakuierungsübungen in NATO-Ländern ohne Kampfhandlungen verantwortlich. Zusammen mit der Schulung der Männer, die diese Übungen überwachten, wenn er abwesend war. Nach seiner Rückkehr in die USA leitete Derby mehrere Regierungsprojekte zur Abwehr von nuklearen, biologischen und chemischen Unfällen und Angriffen. Als Jimmy Carter 1977 sein IMT antrat, war Ray Derby Leiter des West Virginia Büros des Bundesamts für Katastrophenschutz. Einige Jahre später verlangte der Notfallplan, dass das US-Verteidigungsministerium seine eigenen Weltuntergangsszenarien entwickelt und umsetzt. Dies umfasste den Bau von unterirdischen Anlagen und Bunkern für den fortlaufenden Betrieb jeder Behörde. Ray Derby wurde von der Regierung mit der Prüfung aller Abteilungspläne und Einrichtungen hinsichtlich ihrer Eignung für Notfalloperationen beauftragt. Derby stellte fest, dass nur wenige die Aufgabe ernst nahmen. Sollte die US-Regierung ein zukünftiges Weltuntergangsszenario überstehen müssen, gibt es wenig Hoffnung auf das Überleben der meisten Regierungsstellen.
Derby bemerkte, dass viele Behörden kaum Plan-D-Übungen durchführten. Einige hatten ihre Mitarbeiter nicht mal über die Notfallverfahren informiert. Wichtige Dokumente wurden nicht sicher oder angriffsresistent aufbewahrt. Viele dieser Regierungsbehörden dachten letztmalig während der Kuba-Krise 1962, also vor über 15 Jahren, an das Überleben eines Atomkriegs. Im Großen und Ganzen betrachtete die US-Regierung ihr massives Arsenal an Atomwaffen als ihre Hauptform der strategischen Abschreckung und schenkte dem Zivilschutz sehr wenig Beachtung. Das zeigt, dass die Regierung Unmengen an Steuergeldern für die Verbesserung ihrer nuklearen Abschreckung aufbrachte, aber wenig zum Schutz der Bevölkerung und der Regierung bei einem möglichen Atomkrieg unternahm. Derby stellte fest, dass Plan D nicht wegen fehlender Finanzierung, sondern wegen falscher Umsetzung scheiterte. Die US-Bürger erwarteten ein Zivilschutzprogramm zur Bewältigung des drohenden Weltuntergangs. Sie nahmen an, die Regierung hätte dies geregelt. Doch tatsächlich bestand der Schutz hauptsächlich aus einem riesigen Atomwaffenarsenal ohne konkrete Pläne, der Bevölkerung zu helfen. Bis in die 1970er Jahre war die Rhetorik der nuklearen Vernichtung alleinstehend. Und die Amerikaner und ihre Regierung waren unbekümmert. Jeder ging davon aus, dass jemand anderes sich um die Vorbereitungspläne für den Weltuntergang kümmerte. Aber in Wirklichkeit wurde nichts getan. Als Präsident stellte Jimmy Carter fest, dass die USA weniger als 100 Millionen Dollar jährlich für Zivilschutz ausgaben. Dies stand in starkem Kontrast zu den jährlichen 30 Milliarden Dollar, die die USA für ihr Atomwaffenarsenal ausgaben. Carter erklärte im September 1978 eine Änderung, dass der Zivilschutz nun Teil des nationalen strategischen Abschreckungsprogramms war, da er der Ansicht war, dass eine Bevölkerung und Regierung im Falle eines Atomangriffs nicht überleben könnten. Derby und die Bundesbehörde für Schutzmaßnahmen ermittelten in einer Studie, dass viele Atomschutzbunker mangelhaft und reparaturbedürftig sind. Andere müssen ersetzt werden. Es gab keine Pläne dafür, wie man im Falle eines Angriffs große Menschenmengen evakuieren könnte. Und selbst das Militär hatte das nicht schaffen können. Die USA haben ihre Soldaten nicht vor massiven nuklearen Bedrohungen geschützt. Die Schlussfolgerung war, dass die US-Regierung und ihre Bürger BEI einem Weltuntergangsereignis wahrscheinlich nicht überleben würden. Dies führte zur Entwicklung der aktuell genutzten Weltuntergangsüberlebensstrategie. Zu Beginn der Bemühungen um einen besseren Notfallplan hatten Carter und seine Regierung hohe Ziele. Die Regierung würde im Atomkrieg versuchen, mindestens 80% der Bürger zu schützen. Dies müsste mit einem jährlichen Betriebshaushalt von weniger als 250 Millionen Dollar pro Jahr erfolgen. Angesichts der damaligen US-Bevölkerung von 220 Millionen Menschen scheint dies nicht viel. Die Bundesbehörde für Katastrophenschutz, Federal Emergency Management Agency, wurde am 19. Juni 1979 dank der Unterstützung des Präsidenten und Johann seinem Macy Plan wurde gegründet. Der erste Direktor der Federal Emergency Management Agency. Er hatte zuvor verschiedene Regierungspositionen inne, einschließlich Organisation und Personal. Er war zuvor Direktor für die US-Atomenergiekommission in Los Alamos und Vorsitzender der zivilen Dienstkommission. Präsident Carter gab der Federal Emergency Management Agency die Befugnis, den Nationalen Sicherheitsrat und das Pentagon mit der Überwachung der zivilen Vorbereitung des Landes zu beauftragen. Für Ray Derby war dies ein lang ersehnter Traum, der in Erfüllung ging. Die Federal Emergency Management Agency würde die Finanzierungslücken des Schutzplans decken und die Überlebensrate bei globalen Katastrophen erhöhen. Derby sollte eine besondere Rolle übernehmen. Die Federal Emergency Management Agency am Mount Weather, Virginia. Dieser Ort wäre eine Fallout-Einrichtung, wo mehrere Regierungsorganisationen bei Weltuntergang stationiert wären. Ray Derby sollte den Bau und die anschließende Erweiterung dessen überwachen, was zum Mount Weather Notfallbetriebszentrum werden würde. Diese Einrichtung sollte genügend Ressourcen und Überlebensartikel bereithalten und die notwendige Infrastruktur sowie Personal für die Regierungsführung im Atomkrieg bereitstellen. Bei der Entwicklung der Federal Emergency Management Agency Pläne wurde eine Sache schmerzhaft. Im Falle eines Atomangriffs oder eines anderen Weltuntergangsszenarios müsste das Militär tief in die innere Sicherheit eingebunden sein. Das bedeutet, dass BE einem Angriff auf die USA wahrscheinlich das Kriegsrecht verhängt würde, um dem Militär die Verwaltung der Ressourcen und den Schutz der Gesellschaft zu ermöglichen. Der Regierungsplan für den Weltuntergang beinhaltet eine umfassende Militärbeteiligung bei einem Atomangriff. Das Kriegsrecht wird vermutlich vor dem eigentlichen Ereignis in Kraft treten.
Dies würde erfolgen, um viele Menschen von militärischen und Regierungszielen wegzubringen und Menschenleben zu schützen, obwohl kein klarer Plan dafür besteht. Die Regierung und das Militär bevorzugen es, den Aspekt des Weltuntergangsplans nicht zu verbreiten, da die US-Bürger möglicherweise negativ auf die absolute Macht und Kontrolle des Militärs über ihr Leben reagieren würden. Der Weltuntergangsplan ist kein Militärplan, sondern beinhaltet den Bau weiterer Regierungsevakuierungsstellen. Der gemeinsame Stabschef musste 60 Beamten Umzugsorte bei einem Angriff zuweisen. Der Hauptort, an den diese wichtigen Regierungsagenten gehen würden, war das Mount Weather Emergency Operations Center, das von Ray Derby überwacht wurde. Alternative Standorte waren in Hagerstown, Maryland, Martinsburg, West Virginia nahe Quantico und Front Royal, Virginia. Das FBI wird nach Quantico und das Außenministerium nach Front Royal verlegt. Dann gab es noch Raven Rock. Dieser Standort würde letztendlich ein dreistöckiges Gebäude im Raven Rock Mountain nahe Blue Ridge Summit, Pennsylvania werden. Im Berginneren liegt eine kleine Stadt. Es gibt eine Feuerwehr, eine Polizeiwache, eine hochmoderne Klinik und verschiedene Speisesäle. Raven Rock kann rund um die Uhr betrieben werden und ist ein Hauptziel für Regierungsbeamte, BI-Weltuntergangsszenarien. Mit dem Ende des Kalten Krieges und der abnehmenden Atomkriegsgefahr in den 1990er-Jahren begann die Anlage zu verfallen. Nach den Anschlägen vom 11. September jedoch wurde ein erneutes Interesse an Raven Rock gezeigt und es wurde seitdem renoviert. Viele Änderungen, besonders technologischer Natur, seit der Carter-Verwaltung. Der Regierungsplan für den Weltuntergang plante, Spitzenbeamte per Hubschrauber nach Mount Weather zu verlegen. Die Armee und die Luftwaffe hatten nicht genug Flugzeuge, um alle zum Bunker zu befördern. Daher mussten viele Regierungsangestellte selbst dorthin gelangen. Es war auch nicht genau klar, ob das Kommunikationssystem auf dem Mount Weather einem nuklearen Angriff standhalten könnte. Das war natürlich nicht ideal, aber der Notfallplan befand sich noch in den Kinderschuhen. Es gab auch das Problem herauszufinden, wie im Falle eines nuklearen Angriffs ein Gegenschlag gestartet werden würde. Nur der Präsident und der Vizepräsident hatten Notfallaktenkoffer. Das Militär war ernsthaft besorgt, dass BI-Handlungsunfähigkeit von Präsident und Vizepräsident niemand in der Regierung die Codes zum Start der Atomwaffen der USA hätte. Eigenes nukleares Arsenal. Codenamen wurden vergeben, um eine Art Nachfolgeregelung aufrechtzuerhalten und zu wissen, wer verantwortlich ist. Zum Beispiel war zu der Zeit der Sprecher des Hauses Thomas P. O'Neill Jr. der Erste, der Flag Day zum Pentagon-Kommandozentrum sagte, um Kontrolle über das Land und Atomwaffen zu erlangen. Der Präsident pro tempore des Senats benutzt den Code Four Fingers. Der Außenminister bestätigt die Identität und übernimmt die Regierungskontrolle durch das Wort Fade. Heutige verbesserte Technologie und Notfallpläne könnten wahrscheinlich eine sicherere Authentifizierung der Nachfolgereihe B-Weltuntergangsszenarien ermöglichen. Die genauen Details sind unklar. Die Nachfolgereihe wurde im Presidential Succession Act von 1947 der US-Verfassung festgelegt. Die Nachfolge wurde nach der Reihenfolge der Positionserstellung erstellt. Daher ist die aktuelle Nachfolgereihe 18 Personen. Vizepräsident, Sprecher des Repräsentantenhauses, Präsident pro tempore des Senats, Außenminister, Finanzminister, Verteidigungsminister, Justizminister, Innenminister, Landwirtschaftsminister, Handelsminister, Arbeitsminister, Gesundheits- und Sozialminister, Minister für Wohnungsbau und Stadtentwicklung, Verkehrsminister, Energieminister, Bildungsminister, Minister für Veteranenangelegenheiten und der Heimatschutzminister. Bei der jährlichen Rede zur Lage der Nation, zu der alle in der Nachfolgereihe eingeladen sind, hält sich ein ausgewähltes Mitglied in einem geheimen Bunker auf, während die anderen versammelt sind. Im Falle einer Zerstörung des Kapitolgebäudes mit allen darin. Die Federal Emergency Management Agency hatte beim Entwerfen früher Weltuntergangspläne. Sie entschied sich schließlich für einen dezentralisierten Plan mit vielen Regierungsbunkern landesweit, um die Überlebenschancen der Regierung BI einem Weltuntergangsszenario zu verbessern. Die Idee war, die meisten Regierungsorganisationen auf 50-köpfige interbehördliche Teams aufzuteilen. Es gäbe 5 Gruppen, in denen jeder einen vorab geplanten sicheren Ort hätte, um mit dem Präsidenten in Verbindung zu bleiben und die Regierungsfunktion zu gewährleisten.
Die 50-köpfigen Teams namens Treetop wurden zufällig auf tausende geschützte Standorte im Land verteilt. Dies würde gewährleisten, dass BI einer Entscheidung des Präsidenten alle Regierungsbehörden handlungsfähig sind und das, was der Präsident theoretisch erklärt hat, umsetzen Dieser können. Plan hatte jedoch noch Probleme bei der Befehlsauthentifizierung aufgrund mangelnder Spitzentechnologie. Aber unter der Regierung von George W. Bush konnte die Regierung die Nachfolger des Präsidenten mit Satelliten- und Mobiltelefonsystemen verfolgen. Dies vereinfachte die Bestimmung des Verantwortlichen. Die 50-Mann-Teams sind bereit, im Falle des Falles für mindestens 6 Monate als Regierung zu agieren. Die Budgetzuweisungen für Nachfolgeunterstützungsteams sind heute deutlich höher als früher. Das Pentagon hat ständig mobile Kommandozentren getestet. Die Luftwaffe hat elektromagnetische Bandbreite in Regierungssatelliten integriert. Und große Geldsummen wurden in Ausweichanlagen wie Mount Weather investiert, wohin der Präsident wahrscheinlich im Falle des Weltuntergangs verlegt werden würde. Interessanterweise konzentriert sich der Überlebensplan der US-Regierung nicht nur auf die Rettung von Menschen, sondern legt auch Wert auf die Rettung bestimmter Dokumente und Kunstwerke im Falle eines katastrophalen Angriffs. Zum Beispiel wurde das Nationalarchiv damit beauftragt, die Freiheitsdokumente Group One vor allem anderen zu sichern, zu der die Unabhängigkeitserklärung, die US-Verfassung und die Bill of Rights gehören. Trotz fehlendem Bunkertransport für viele Regierungsmitglieder sichern diese Dokumente mit einem speziellen Hubschrauber zum Mount Weather das Erbe der USA. Bei Zeitdruck und begrenzter Rettungsmöglichkeit haben einige Dokumente Vorrang. Die Unabhängigkeitserklärung würde vor der Verfassung bewahrt werden. In der Bibliothek des Kongresses würde die Gettysburg-Adresse vor George Washingtons Militärkommission gesichert werden. Während des Kalten Krieges gab es sogar ein spezielles Team von Nationalpark-Rangern, deren Aufgabe es war, die Freiheitsglocke aus der Stadt Philadelphia zu sichern und zu evakuieren, wenn man dachte, sie sei bedroht. Es ist bemerkenswert, dass es nun Teams und Transportmittel gibt, die auf die Rettung dieser unbelebten Objekte spezialisiert sind. Der Doomsday-Überlebensplan der Regierung hat kaum Maßnahmen zum Schutz amerikanischer Bürger getroffen. Wir sollten dieses bedenken, während wir die aktuellsten Aspekte der Regierungspläne zur Weltuntergangsüberlebung diskutieren. Nach dem katastrophalen Vorfall, der das Zivilisationen demarkierte, war der Regierung klar, dass Programme zur Organisation der Überlebenden und Landesneustart nötig wären. Daher wurden bestimmten Behörden nach der Regierung sehr unterschiedliche Aufgaben zugewiesen. Die Poststelle wäre zuständig, Überlebende und Tote des Angriffs zu identifizieren und zu dokumentieren. Dies war möglich, da Postmitarbeiter und ihre Organisation die Wohnorte kannten und am besten jeden Überlebenden in ihrer Gemeinschaft identifizieren konnten. Das hieß, sie wären zuständig, mit sogenannten 801-Formularen zwischen Flüchtlingslagern zu pendeln. Das 801-Formular verzeichnet Verstorbene und Überlebende. Das 801-Formular erfasst Namen, überlebende Angehörige und persönliche Daten. Die Formulare würden an das Postamt zurückgesendet, um zu überprüfen, wer noch lebendig und wer gestorben ist. Es wurde vorgeschlagen, das Postamt könnte Formulare verwenden, um getrennte Familien in verschiedenen Lagern wieder zu vereinen. Millionen von Exemplaren des 801-Formulars wurden gedruckt und landesweit in Postämtern gelagert. Die Parkverwaltung betreut die Flüchtlingslager. Diese Aufgabe wurde der Parkverwaltung zugewiesen, weil man glaubte, dass die Nationalparks und Nationalwälder BI einem Atomkrieg weniger wahrscheinlich ins Visier genommen würden. Wer könnte die Lager besser führen als die Ranger, die täglich in den Parks sind? Das Landwirtschaftsministerium und Nabisco sollten einen Keks entwickeln, der den Weltuntergang überlebt und die Menschen ernährt. 160 Millionen Tonnen Nabisco-Überlebenswaffeln wurden produziert, verpackt und gelagert. Sie waren in nationalen Atomschutzbunkern gelagert. Trotz ihrer Beunruhigung wurde dem Internal Revenue Service mitgeteilt, dass sie auch nach der Apokalypse Steuern erheben würden. Es wurde vorausgesetzt, dass die Regierung nach einem Atomkrieg Gelder zum Wiederaufbau und zur Kriegsführung gegen den Angreifer brauchen würde. Dem Internal Revenue Service wurde daher zugewiesen, Geld für den Betrieb der Regierung zu sammeln. Die Federal Reserve errichtete einen Bunker in Mount Pony, Virginia, zur Aufbewahrung von $2 Milliarden in bar als Notreserven. Die Federal Reserve speicherte $2 Milliarden in einem Bunker in Mount Pony, Virginia, um die Wirtschaft für etwa 18 Monate zu stützen. Die USA könnten nach 18 Monaten wahrscheinlich wieder Währung drucken.
Interessanterweise enthält der Notfallfonds größtenteils 2-Dollar-Scheine. Dies liegt daran, dass die Regierung in den 1970er-Jahren schnell erkannte, dass die Menschen die neu vorgestellte Stückelung nicht verwenden wollten. Das US-Finanzministerium hat alle 2-Dollar-Scheine schrumpfverpackt, statt sie zu vernichten, und legte sie in den geschützten Bunker als Mittel zur Finanzierung der Wirtschaft nach einem Atomkrieg. Einige Teile des ursprünglichen Weltuntergangsüberlebensplans sind noch vorhanden, trotz Veränderungen durch Wachstum und technologischen Fortschritt. Es gibt jetzt 4 Hauptkomplexe, denen bestimmte Regierungsmitglieder zugewiesen sind. Dies sind das Präsidenten-Notfallbetriebszentrum, der Raven Rock Mountain Complex, das Mount Weather Notfallbetriebszentrum und der Cheyenne Mountain Complex in Colorado, von wo aus nordamerikanische Luftverteidigung operieren Dann gibt es würde. Das Bewertungssystem COCON, das verwendet wird, um das Bedrohungsniveau für die Regierung zu identifizieren und Maßnahmen festzulegen. Dies ähnelt den DEFCON-Stufen, zeigt jedoch die Regierungsbereitschaft statt militärischer Bereitschaft bei einem Nuklearangriff. Bei COCON 4 befindet sich das Land im Frieden und der reguläre Betrieb geht wie gewohnt weiter. Regierungsmitarbeiter müssen innerhalb von 12 Stunden nach dem Angriff alternative Einrichtungen erreichen. Bei COCON 3 befindet sich die Regierung in einem Zustand erhöhter Bereitschaft. Einige höhere Beamte müssen im Falle einer Eskalation Vorgesetzte über ihren Standort informieren. Alle Regierungsmitarbeiter müssen innerhalb von Eidstunden in eine alternative Einrichtung umziehen können. Jährlich bei der Rede zur Lage der Nation des Präsidenten ist die Regierung auf COCON 3, da viele Schlüsselbeamte im selben Gebäude sind. Ein Aspekt von COCON 3 ist, dass eine Person in der Nachfolgereihe an einen sicheren Ort gebracht werden muss, um der designierte Überlebende zu sein. Bei COCON 2 sollen alle wichtigen Regierungsmitarbeiter innerhalb von 4 Stunden eine Umsiedlungsanlage erreichen können. Auch auf dieser Ebene könnte der Weltuntergang jederzeit eintreten. Bei COCON 1 müssen alle Mitarbeiter sofort an ihre vorgesehenen Sekundärstandorte umziehen. Notfallpläne teilen Agenturen in 3 Gruppen: A-Team, B-Team und C-Team. Das A-Team verlegt sich in nahegelegene Bunker. Einige sind direkt unter den Gebäuden. Das B-Team verlegt zu Mount Weather oder einem anderen nahegelegenen Atomschutzbunker. Das C-Team zieht an einen geheimen Ort weiter weg, falls das A-Team und das B-Team versagen oder die Kommunikation verloren geht. Der Präsident hat mehrere Optionen bei einem Weltuntergang. Im Notfall könnte er sofort in einem Bunker im Weißen Haus in Sicherheit gebracht werden. Das Mount Weather Emergency Operations Center ermöglicht dem Präsidenten, das Land aus dem Berginneren zu befehligen, sollte er mit der Marine One dorthin fliegen. Aber viele Präsidenten und einige Regierungsbeamte haben offen erklärt, dass sie lieber in ihren Büros bleiben würden. Der Präsident könnte Befehle erteilen, bis eine nukleare Explosion das Weiße Haus vernichtet. Ein noch sichererer Ort als die zahlreichen Bunker im ganzen Land könnte jedoch der Himmel sein. Die Air Force One könnte dem Präsidenten helfen, die Apokalypse zu überstehen. Es gibt ein weiteres Flugzeug, das den Präsidenten BI einem Weltuntergangsszenario wahrscheinlich beherbergen würde. Technisch gesehen würde jedes Flugzeug, in dem der Präsident ist, einschließlich des Boeing E-4 Advanced Airborne Command Post, zur Air Force One werden. Dies ist jedoch kein typisches Flugzeug. Die E-4 dient als mobiler Kommandoposten für die National Command Authority, bestehend aus dem Präsidenten, dem Verteidigungsminister und anderen an Bord befindlichen Beamten. Dieses Flugzeug wird beim Betrieb als nationales luftgestütztes Einsatzführungszentrum bezeichnet. Es ist in vielen Aspekten vorteilhaft, den Präsidenten und seine Berater im Flugzeug zu haben. Das ganze Land kann aus 35.000 Fuß Höhe geführt werden. Das Flugzeug kann in der Luft betankt werden und muss erst landen, wenn Essen und Wasser an Bord aufgebraucht sind. Und da eine riesige Menge an Vorräten ständig an Bord des Flugzeugs gelagert wird, kann die E-4 wochenlang in der Luft bleiben. Dies wäre ein viel sichererer Ort als irgendwo auf dem Boden, wenn Atombomben vom Himmel regnen. Der über die Jahre modifizierte und erweiterte Weltuntergangsplan der Regierung lässt eine hohe Überlebenschance im Weltuntergang zu. Es gibt jedoch keine konkreten Pläne, um der Öffentlichkeit beim Überleben von Atomkrieg oder anderen apokalyptischen Ereignissen zu helfen. Es ist unklar, wen die Regierung überwachen wird. Während Beamte in Bunkern oder fliegenden Festungen sind, bricht in den gesamten USA Chaos aus. Das Militär könnte zur Ordnungserhaltung und Hilfe eingesetzt werden, doch Atombomben vom Himmel würden das wenig beeinflussen.
Selbst wenn die US-Regierung einen Weltuntergangsplan hat, ist ungewiss, ob dieser BA einem Atomkrieg relevant wäre. Sehen Sie nun, warum China nicht Taiwan übernehmen kann. Oder sehen Sie, welche Staaten im Dritten Weltkrieg geopfert werden würden.